Und damit kann es weitergehen mit Let's Play Shimigami Tensei 3 Nocturne. Ich bin es eben SimmerFX. Beim letzten Mal sind wir hier in den Obelisken hineingewandert. Unser Ziel ist es immer noch, die Mark zu finden, als auch natürlich hier die Chefs hier von Nilo. Wir haben beim letzten Mal hier schon die drei Schicksalweberinnen hier getroffen, die uns hier nicht ganz so freundlich begrüßt haben. Und nun steigen wir hier weiter nach oben. In der Hoffnung, dass möglichst wenig Gegner kommen. Aber das wird uns leider nicht gegönnt. So, ich habe jetzt hier leider eine ein bisschen schlechte Nachricht. Ihr kennt mir einen alten Grindmuffix. Grindmuffix will sich ja immer powerleveln, damit er alle Gegner platt machen kann. Doch leider hat Grindmuffix hier ein großes Problem. Da gehe ich übrigens nicht rein. Oder warte mal, bringt mich das darüber? Ich gehe mal auf Risiko. Ich habe keine Ahnung, wo der mich hinbringt. Ah! Okay, das ist ein guter Würfel. Das ist ein guter Würfel. Oh mein Gott, ich glaube, ich bin hier übrigens falsch. Egal, wir wandern jetzt einfach mal nach oben. So. Okay, ich bin definitiv falsch. Ich habe mich jetzt hier bemüht, dass ich hier noch weiter level. Das große Problem, ich kann so gut wie nicht mehr leveln. Ich bin ziemlich überlevelt hier mit meinen ganzen Charakteren. Und das ist das große Problem, wieso es mir unglaublich fällt, hier vernünftig noch zu leveln. Ich hätte mich zwar gerne so auf Level 55, 60 gelevelt, weil die Gegner natürlich immer nette, lustige Skills haben, mit denen sie mich insta-killen können, also mögliche. Aber das Ding ist, es geht im Endeffekt nicht. Weil die Gegner mir so saumäßig wenig Erfahrung geben und das ist echt doof. Ich bin hier extra sogar in die Kanalisation wieder gegangen, also in den Ikigakure-Tunnel, weil ich dort bessere Erfahrungspunkte bekommen habe und die Gegner leichter zu bezwingen war. Aber es ist da halt, ich, also wenn ich wirklich Glück habe und da ein paar Gegnerwellen kommen, höchstens 1000 Erfahrungspunkte. Na super. Nachdem das Alterungssystem aktiviert wurde, kann niemand mehr den Rat von Nilo aufhalten. Die Welt der Stille ist nah. Das Ziel und das Anführers hier. Die Sterne sind ewig und dein Leben wert nur einen Augenblick. Lass mich dir etwas fragen. Ist es sinnvoll, Beginn zu haben? Nein. Gibt es nicht. Okay, das ist doch nett. Na gut, den können wir zur Klump hauen. So. Und das Ding ist, ich habe... Das Tod liegt auf mir. Lass mich der Idee oder verschon mich. Ich bin mehr. Jo, ja, genau. Bad of Sessel. Okay, das hat sich gelohnt. Ich habe 2 Stunden gelevelt und ich habe nur 2 Level gemacht. Hat sich echt gelohnt, hier hochzugehen. Einfach nur wegen Bad of. Und das war es auch wirklich. Also 2 Level habe ich hier noch machen können. Ich bin jetzt Level 51, wenn ich euch nicht anlüge. Heute in der Früh habe ich nochmal gelevelt. Ja, und ich meine, ich habe ja starke Dämonen, aber trotzdem, ich hätte... Mein Gott, Leute, ihr wisst, ich bin immer ein Insta-Kill davon entfernt, dass alles furchtbar wird. Also, ja, keine Ahnung, nimm einfach mal den ersten hier. Und deswegen habe ich immer hier ein bisschen Angst. Ich habe, wie gesagt, Dionys ist hier und Dionys ist es wirklich so, so sein Geld wert. Allein wegen seinem passiven Skill hier, er hat super starke Magie drauf und ich mag seine Animation voll. ihr seht mal, Bufulu und Yamaragion sind unsere besten Skills hier. Und mit einem Abstand. Und da Dionys ist gefühlt auch unbegrenzt niemand. Ihr seht auch, voll easy, Mann. Ich drain das nicht einfach mit ihm. Er ist so broke, Mann. Er hat jetzt, glaube ich, noch Drain Feuer oder sowas gelernt. Ich weiß nicht, er wird einfach... Jeder Skill, den er bekommt, wird er nur brokener. Er hat jetzt noch einen Skill, mit dem er physische Attack machen kann, was auch ganz nett ist. Also, wie gesagt, er ist so broken. So, wir nehmen jetzt einfach mal den ersten Aufzug. Ich habe keine Ahnung, wie uns der hinbringt. Oh, schön. Ach, sowas. Oh nein, bitte. Okay, wir sind falsch. Gut, wir sind falsch. Aber, warte mal, warte mal. Was haben wir jetzt? 7? Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Naja. Immer die Kiste kommen wir zurück. Ja, und ich schlage uns hier einfach durch. Hellenfeuer kannst du gerne machen, weil das drain ich aktuell. Das könnte mich nerven. Deswegen fliehe ich. Obwohl, ich hätte.
Eisattacken machen können. Egal. So, komm, bitte. Zack. Ein Sommer, oh, dann hat sich doch mal hier schön gelohnt. Okay. Also, wandern wir wieder nach unten. Das ist jetzt eine. Oh, wieso gehe ich da rüber? Toll. Toll. Verflucht, da ist es wieder. Hörst du es? Eine Frau schreit irgendwo über uns. Ich finde das alles beunruhigend. Ich finde alles hier beunruhigend. Also, okay, wir müssen da hoch. Das heißt, wir müssen. Hä? Da steht aber ein Würfel im Weg. Da muss ich hin. Okay, warte mal. So, so. Dann da, da. Da, da. Kann man natürlich gut runtersehen. An sich das hier. Aber das kann auch. Warte, wenn ich da hochfahre. Dann fährt er nach rechts, dann fährt er nochmal nach rechts. Okay, gut. Wir haben's. Ansonsten, ich zerstöre, ehrlich gesagt, die Gegner hier ziemlich. Aber ich möchte die Gegner halt auch wirklich halt nicht unterschätzen. Aus dem ganz einfachen Grund, dass hier, also zum Beispiel nicht der, sondern der schon welcher der Ritter, die Ritterform von ihm, hat er zum Beispiel Mudo-Attacke, die hat mich sehr gefreut, weil die zielen auch immer schön auf meinen Hauptcharakter, weil die sich denken, mal scheiß drauf, Mann, ich müsste den blöden Mox killen, und wenn der Mox tot ist, dann haben wir Pech gehabt oder Pech gehabt. Und das macht die Sache doch ein bisschen unschön. Ach komm, muss ich jedes Mal den Weg hier runter. Aber das ist schön, gell? Schön, dass ich erstmal vor den Weg herumgelaufen bin. Aber das ist so typisch mit Megami Tensei, Mann. Du machst einen Fehler und das Spiel bestraft dich nicht nur, dass du irgendeinen Umweg machst. Nein, den Umweg machen, sondern extra ewig lang, Mann. Ich meine, ich hätte mir natürlich langsam mal ein Item kaufen können oder einen passiven Skill, dass weniger Encounters kommen. Aber Leute, Mann, ich muss meine Dämonen vollpumpen mit geilen Skills, deswegen habe ich keine Zeit. Der einzige Skill, den ich habe, ist, dass noch mehr Dämonen kommen, den ich jetzt einfach mal nicht aktiviere. So, also wir waren schon fast richtig. Der müsste sein. So, aber okay, wir haben uns Oma bekommen, so können wir ihn nur beschweren. So, bitte nach rechts. Das sind diese dummen Rätsel, Mann. Ja, ja. Das kenne ich, Mann, diese Dinger. Jetzt links. So, und wir haben es geschafft. Okay. Dann. Da hinten wäre zwar noch ein Geist gewesen, eine Seele. Weil das ist, wie gesagt, das gefällt mir so gut, wie die Story so, ich sag jetzt mal, durch diese random Encounters, also diese wirklich zufälligen Partien im Endeffekt entschieden wird. Das finde ich so cool. Wenn du mir die Wahl gibst, kannst du mich dahinter werfen. Wäre ganz nett, Mann. Aber ich glaube nicht, dass du mir so viel gönnst, oder, Spiel? Oh! Shin Megami Tensei ist freundlich. Da kann irgendwas nicht stimmen. Hey, jetzt ist ja sogar. Also. Es ist ja. Also, das ist bis dato der madigste Dungeon von allen. Es sieht übrigens 26, 51 und 25. Also, wie gesagt, fast 2 Stunden Level für 2 Level. Mann, ich muss. Das madigste an diesem Dungeon ist ja, dass es hier keinen Rücksetzpunkt gibt. Der Rücksetzpunkt ist außerhalb des Dungeons. Allein deswegen. Und dann habe ich mich hier hingeworfen und dann bin ich erstmal schön falsch gelaufen. Das war auch sehr schön. Welcome to the Cathedral of Shadows. Shadow. Ich liebe den Typen. Are you sure? Ich hoffe, der bekommt irgendwann sein eigenes Spiel. und das Einzige, was er macht die ganze Zeit, ist sagen, Welcome to the Cathedral of Shadow, where demons gather. Also, Beref, was kann ich aus Beref machen? Ich könnte Matador machen, der nur Level 30 ist und deswegen ist er mir viel zu schwach. Hypixie, aber ich möchte meinen Hypixie natürlich nicht fusionieren. Matador. Und Kushinada, ja, auch Matador. Schau mal, können wir aus Beref irgendwas anderes Cooles noch machen? Ongshot könnte ich Titan, könnte ich sogar machen. Heatwave Kollisione, sehr starker physischer. Auf der anderen Seite mein Onkshot ist auch nicht mehr so physischer, ja. Kann Kriegsschrei, ist auch nicht so krass. Und der hat Annullierkraft, das ist natürlich eigentlich ganz cool. Mothman, Dionysus, das haben wir schon. Quetzalcoatl, Pazuzu. Ich würde sagen, wir machen den Onkopf weg. Aber ich meine, das Stärke körperlich ist natürlich ein badass Skill, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ich weiß nicht, habe ich überhaupt einen? Ach Leute, sind mir wurscht, ich mach Titan, Mann. Der sieht cool aus. Bei Beref brauche ich definitiv nicht. Oh, wer kann Dekaja? Oh, 12.000 Erfahrungspunkte. Ich brauche Dekaja, ich brauche so dringend einen mit Dekaja. Ah, muss ich den Rex Beref jetzt echt leveln, oder? Ja. Weil solange ich keinen mit Dekaja habe, tue ich mir so schwer, Mann. Alright. Und es wäre sehr geil, wenn ich einen könnte. Ja, dann muss ich glatt hier meine Party ändern. Tu mal Yaxini raus, auch wenn Yaxini super, super cool ist. Und
Obwohl. Tu mal Cucinada raus. Das ist. Muss ich gerade kurz mal schauen? Ach, das. Ich weiß, wer das ist. Und dann Beref rein. Beref müssen wir jetzt irgendwie ein Level machen, auch wenn es jetzt übel wird. Den besser jetzt leveln. Kann zwar auch nichts sinnvolles, aber egal. Der kann auch coole Skills hier. Media, Tsionga. Auch das annulliert Nerven ist ganz nett, ja. Hm, mal leveln wir den ein bisschen. So, kann man den wegschieben? Nee. Okay. Weiter geht's. Habe ich gespeichert? Ja, habe ich. Aber sehr nervig, Mann. Aber wie gesagt, ich würde Beref sofort weiter vorsehen. Aber die Karte ist im Endeffekt einer der sinnvollsten Skills im ganzen Spiel, weil er allen Gegnern das Leben wegnimmt. Verzeihung, die Buffs wegnimmt. So, hier ist eine leuchtende Kugel. Ja, okay, jetzt kommt wieder dieses lustige Zeiträtsel, was eigentlich echt nicht lustig ist. Auf der einen Seite ist ja immer, dass man irgendwelche Kisten oder so hat. Jetzt machen wir mal hier vor. Und jetzt. Okay, jetzt habe ich 5. Eigentlich will ich erstmal da seitlich. Ich will jetzt erstmal hier hin. So, jetzt habe ich voll. Genau. Okay. Geht's jetzt aber hier weiter oder kriege ich jetzt hier Kiste? Ich habe das Gefühl, das ist jetzt der Weg, wie es weitergeht. Das will ich aber ehrlich gesagt nicht. Soll ich nochmal zurücklatschen? Bin ich. Keine Ahnung, Mann. Ich würde sagen, wir latschen nochmal schnell zurück. So, ich meine, den Weg habe ich ja eh schon freigelegt, also wenn ich jetzt keine Lust mehr habe. Dann würde ich sagen, holen wir uns erstmal schnell noch die Kiste. So, ja, mein Gott, bis jetzt ist es noch nicht so schwer. Was ich wohlgemerkt sehr schön finde, ich solche Rätsel. Auch wenn die mir relativ gut liegen, dem kleinen, zarten Max, dann ist das im Endeffekt doch etwas Gutes. Also, wir brauchen 4. Ach schön, jetzt hat sich das wieder hochgehoben. Toll. Ja gut. Dann haben wir da 2. Dann dahin. Nach oben. Und dann noch einmal nach hinten. Und so, und dann haben wir es. Gut, das ist bis jetzt ganz gut. Ja, aber das andere ist ja jetzt wieder oben. Schade. Also müssen wir nochmal machen. Aber das haben wir ja gerade eben schon bekommen. Ja, super, ich hätte jetzt Erfahrungstanken können. Wie gesagt, mein Dionys ist der holt eh für mich einfach die komplette Erfahrung. Also, mein Gott. Puh, ich würde sagen, wir nehmen den hier. Weil ich glaube, der da hinten, der lockt mich sicher in irgendeiner Falle. Weil hier sehe ich die Kiste, hier weiß ich, dass da was ist. Da hinten wird irgendwas Madiges sein. Also, Lagerwürfel, jo, nehmen wir 8000 Macker. Alter Falter, Mann. Das Spiel ist so geil, Mann. In so Kämpfen gibt es mir so 200 oder so, wenn ich da irgend so einen harten Brocken bezwinge. Und dann kommt einfach, das ist genau wie damals, als wir in den blöden Kalper waren. 30.000 Macker, ja, mein Gott, den kann man schon auszahlen. Der Okita Daijori oder wie der auch immer heißt, der ist eigentlich voll cool, Mann. Ich meine, das war unser Ding, der Scheusale. Der muss krass sein. Oder doch coole Sets, Mann. Ja, okay, gut. Ich dachte es mir schon. Also, gehen wir wieder zurück. Warpen wir uns wieder zurück, Spocky. Und dann gehen wir nochmal zu dem lustigen Rätsel. Tut mir leid, dass wir es das zweimal machen müssen. Das ist eigentlich doof. Aber egal, so. Maragion. Also, es ist egal, wen wir danach haben. Ich brauche aber jemanden, der einen ähnlichen Skill hat wie er hier. Weil ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist inzwischen. Besonders die Dungeon, weil sie halt so ewig lang sind. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass wir da in irgendeinem Dungeon rumlatschen und ohne, dass ich die ganze Zeit meine MPs auffülle, Mann. Ich kann es mir echt nicht mal vorstellen. Also, okay. So, wir spielen hier nochmal. Ja, das war ja im Endeffekt. Oh, was waren das nochmal? Oben? 3, 5, 8. Jo. So, im Endeffekt da. 3.
Oh mein Gott, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig wieder. Und 8. Weil es, wir werden ja da wahrscheinlich runterfallen. Die Frage ist nur, wie weit wir runterfallen. Wenn wir dann irgendwie so zum Anfang des Dungeons wieder runterfallen, dann ist der, der gute Max jetzt erstmal wieder ein bisschen salty drauf. Und ich will ehrlich gesagt nicht die ganze Zeit salty rumlaufen. Gut. Okay, ach, das ist, wenn wir runterfallen. Ja, okay, das ist ja gar nicht so dramatisch. Ich dachte echt, du fällst dann bis zum Anfang des Dungeons wieder zurück. Okay, gleich das nächste Rätsel. Und der Typ hat einfach immer voll den P, Mann. Ich sage jetzt, gut, Mann. So, kannst du irgendwas Cooles so? Okay, mal Hammer machen wir nicht. Aber die Lachen von ihm ist cool. Lockt ihr doch eh. War doch eh klar. Tja, ist auch gut, dass wir jetzt im Endeffekt die ein bisschen hernehmen, weil wir Ressourcen ein bisschen sparen müssen. Und meine Starken kann ich ja dann wiederholen, wenn die Bosse kommen. Ich kriege eher so saumäßig wenig Erfahrung für die Gegner, also ist mir das im Endeffekt eh wurscht. Also, okay, nächstes Rätsel wieder. Also, machen wir erstmal hier 3. Ja, das ist leicht. 6. Okay, und jetzt, wenn ich da hochgehe, gehe nochmal drauf. So. Und jetzt nochmal. Okay. Damit haben wir schon mal das. Jetzt ist er. Ah, nee, da habe ich ja die Kiste sogar schon gesehen. Nö. Oh, ja. Yeah. Hat sich. Kack drauf. Es ist. Wegen einem scheiß Lebensstein, Mann! Aber ich habe jetzt keinen Bock, hier eine halbe Stunde rumzulaufen, nur damit, ich das hier passen wird. So. Oh, Buffalo. Ah, nee, mein Buffalo blockt das direkt, oder? Nö, blockt er nicht. Aber die eine kriegt er nicht mehr schon. Gut. Ist übrigens mein einziger, glaube ich, mit Zionga. Deswegen ist der gut zu haben. Ich habe inzwischen keinen mehr Blitzattacken. Ich habe jetzt meinen Hauptcharakter, der hat nämlich hier, wo haben wir es hier? Höllenfeuer erlernt. Und das hat sich irgendwie cooler angehört als der Eisatem. Ich werde es wahrscheinlich bereuen. Aber wie gesagt, mein Dionys ist zerstört eh alles, Mann. Der Typ ist so broke, man. Er ist so ultra broke, man. Ja, nicht nur, dass er am besten passiven Skill im Spiel hat, man. Einfach seine normalen Skills ist so broke. Also, okay. 3, 6, 8. Also einmal hier hin. Einmal müssen wir nur runterlaufen. 4. 7. 8. Das ist leicht gewesen. So, und damit sind wir im Endeffekt schon wieder fertig. Jetzt ist nur die Frage. Der schmeißt mich aber jetzt nicht hier gleich. Aufpassen. Wenn du dich jetzt bewegst, Stein, dann hasse ich dich. Mich würde es nicht wundern, wenn er sich einfach den ganzen Spaß nach oben zieht, Mann. So, letzten 10 Minuten, alles umsonst. Ein Lebenstein habe ich erarbeitet, Entschuldigung. Ich muss auch mir achten, dass ich wirklich Lebenssteine rausschaue, weil Lebenssteine werden mir einfach so, also, hingeschmissen. Ach schön, das ist auch so, dass ich da... Typisch madiges Spieldesign. Meine MP sind halt wertvoll. Besonders, wie gesagt, in dem Dungeon. Es gibt keine Möglichkeit, schnell zurückzukehren. Ich muss mir wirklich den ganzen Weg dann wieder zurücklatschen. So, 90. Stock. Ich hoffe, ihr habt eure Kotztüten langsam eingepackt, weil... Ich möchte nicht so weit runterschauen. So. Werde ich eigentlich gewarnt, bevor hier irgendwann mal einer von diesen Bosskarten kommt? Ich hoffe einfach mal. Ich hoffe, das Spiel ist so nett. Ich glaube es nicht. Können wir einfach alle down gehen? Oh! Ihr müsst doch ganz sicher Lichterschwäche haben. Der ist schlecht. Da. Aber dir sei verziehen. Dir sei nicht verziehen, Barrett. Du bist scheiße. Keiner! Drop mal die Unisys, Mann. Okay. Next round. Was haben wir? Was sagst du, so Seele? Kommandant Hikawa wird alles tun, um seine Schöpfung realisiert werden zu lassen. Er würde mich nicht wundern, wenn selbst die Magd nur eine unbedeutende Figur in seinem großen Plan ist. Die Magd, unsere große Lehrerin hier. Von der wir immer noch nicht wissen, was sie eigentlich hier mit der Sache zu tun hat. Ist sie wirklich ihr Plan, diese Welt der Stille, diese Welt
im Endeffekt, wo es keinen Fortbestand gibt, also keinen Fortschritt, sagen wir es lieber so. Sie hat immer gesagt, sie, also es war, ich meine, wir haben ja nicht von ihr so viel gehört bis dato, außer ihr ganz am Anfang. Aber ist das wirklich ihre, das was sie will, ist halt die große Frage. Wenn du nicht triffst, hasse ich dich. Und das ist noch 100.000 Mal und ich habe ein Level ab, Mann. 162 Punkte, Mann. Alter Falter. Es ist halt einfach gar nicht. Ich muss halt echt 100 Encounters, Mann. Es lohnt sich echt nicht mehr. Es lohnt sich halt echt nicht, hier Encounters zu machen. Ich glaube, es gibt jetzt mehr Encounters. Weil die Gegner geben so mäßig wenig Erfahrungspunkte. Und wenn ich sie nicht Insta-Kill mit Dionysus machen kann, dann, dann ist es echt Verschwendung für SP. So, blub. Rein ins Löchlein. So, Stock 97. Stock 97. Das ist eine Sackgasse. Ich wusste es. Aber ich wollte trotzdem lang gehen. Ich wollte ja, dass ihr mir glaubt, Mann. Man merkt wirklich, der Schwierigkeitsgrad von den Dungeons steigt. Wir müssen hier wirklich betonen, ich bin wahrscheinlich 10 Level über dem, was man sein könnte. Weil wenn die Standardgegner 37, 38, dann ist man mit Level 40 immer noch voll. Gut. Nein. Heilpilze können wir auch gerne machen. Das heißt, wie gesagt, wir sind 10 Level über dem, was ist. Ich mache das bewusst so. Ich möchte Power Leveln. Ich möchte hier nicht, dass wir in den Parts groß Probleme mit zumindest Random Encounters haben. Ja, nett. Also, außer dass du mich immer abziehst, finde ich das voll cool von dir. Danke, Lady. Dass du hier auftauchst. Cool. Aber man merkt da wirklich an der Länge des Tanzens. Wie gesagt, das große Problem an Shin Megami Tensei ist ja im Endeffekt hier, dass es keine Möglichkeit gibt, hier irgendwie zurückzusetzen. Wir sind jetzt hier einige Zeit hochgelaufen und haben im Endeffekt so gut wie nichts Großartiges hier erreicht. Unter uns versteckten die Nidhi ihre gesamten Schätze. Aber von allen, die danach gesucht haben, ist keine hier zurückgehört. Geh nach oben, wenn du die Magde wirklich sehen willst. Weil das Ding ist, in den meisten Spielen ist es immer so, dass man irgendwie Schnellreisepunkte hat, selbst in Personen, das ist so, wenn man eine gewisse Ebene hat, dass man... Da wird der Sound lauter. Oder bilde ich mir das ein? Einfach die Ohren, das ist überlassen. Die geben nämlich gute Erfahrung. Oh nein! Auf Wiedersehen, Taishoujo. Ist das lustig? Ist das lustig? Selbstmord ist keine Lösung, Dämonen. Lass es da. Oh Scheiße, was habe ich gerade für ein Item rausgeschmissen? Ah ne, Lebensstein, passt schon. Soll ich jetzt den Aufzug nehmen? Aber dann gibt es hier schon mal bessere Gegner. Ne, aber der Punkt ist, also wenn ihr zum Beispiel Shin Megami Tensei spielt, Persona spielt, da habt ihr immer die Möglichkeit, euch irgendwie hier hin zu warpen, weiter zu warpen, irgendwas, Mann. Aber hier nicht, Mann. Wenn ich jetzt... Ja, gerne, komm. Oh, 500 Mokke, du könntest mich gerne mehr haben. Tritt mal in der Party bei, du Lutscher. Ich habe hier keine Möglichkeit, irgendwie zurückzubauen. Wenn ich jetzt wirklich am Ende bin, Mann, dann ist meine einzige Option, dass ich, wie gesagt, den ganzen Weg einfach zurücklatsche und hoffe, dass das langt. Ich bin mir auch sicher, es ist nicht die beste Idee, hochzulatschen. Und den Aufzug, den nehmen wir tausendmal, ist sinnvoller. Aber hey, Leute, Mann. Ihr mögt es doch zu sehen, wie ich Random Encounters mache. Denn ihr wisst, irgendwann kommt einer, der mich am wenigsten killt. Was hätte sich jetzt vorschauen können, was der als Schwäche hat? Aber ihr seht, also besonders diese Geister, die haben Blitzerschwäche, also Kraftschaden, wenn ich mich ganz entsetze. Theoretisch könnte ich die Insta-Kill mitnehmen. Lohnt sich das überhaupt? Ist mal auf blöd. Warte mal. Ich habe nie diesen blöden Stand da oben im Auge. Ach komm, Mann. Aha. Heute keine sexy Dämonenstunde. Komm. Danke.
So, Skill, Gegenstand, Nutzen. Ah, Schwebeball, ich habe ja noch ein paar. Ach, verdammt, das sind ja Aufzüge. Oh, das ist ja ein Aufzug. Ich frage mich immer noch, ob es nicht besser gewesen wäre, einfach da seitlich diesen dummen Aufzug zu nehmen. Wahrscheinlich wäre das tausendmal schlauer gewesen, als das, was ich mache. Ich habe aber auch keine Ahnung, wo mich der Weg jetzt hier hinführt. Ich habe jetzt keine Ahnung, Mann. Aber egal. So, wie gesagt, das Einzige, was die Frage ist, wenn dir diese drei Schwestern hier kommen. Aber eine Beschreibung, das ist ein gutes Zeichen. Also, schlechtes Zeichen. Ob wir davor nochmal schön irgendwie gewarnt werden oder ob das Spiel einfach sagt, so, hier, Bossfight, so, stirbst, Pech gehabt. Halbe Stunde weg. Die Mäurin. Clove ist die Spinnerin. Okay, Clove kommt. Was ist Lachesis? Atropos ist die Unvermeidliche. Ich spinne die Fee den Faden, die letzte Durchtrennung. Was gehört in die Mitte? Bitte keine Rätsel. Aber Leute, ich sag ja, diese Speierpunkte, Mann. Stell dir mal vor, ich würde das für Sie zurück zum Terminal drücken. Alles vorbei. Leute, wir waren jetzt an dieser Stelle ein kleiner Cut. Wir werden dann beim nächsten Mal weiterlaufen und dann schauen, was uns erwartet. Bis dann, auf Wiedersehen. Ciao.